Elon Musks Vater schwängerte seine Stieftochter. Er hatte sie kennengelernt, als sie gerade einmal 4 Jahre alt war, nachdem er ihre Mutter geheiratet hatte. My father has serious issues. Diese harte Nachricht verschlimmerte nur die offenen Wunden, die zwischen Vater und Sohn existierten, die schon immer eine distanzierte und kalte Beziehung hatten. Tatsächlich hat der Milliardär stets behauptet, eine schwierige Kindheit gehabt zu haben, aufgrund der aggressiven Ausbrüche seines Vaters. It was very violent. It was not a happy childhood. Seine Wutausbrüche erreichten einen solchen Punkt, dass er schließlich 3 Personen tötete, die in seinem Haus eingedrungen waren. Obwohl er mit der Begründung freigesprochen wurde, dass er in Notwehr gehandelt habe, hinterließen diese Ereignisse einen bleibenden Eindruck bei denen, die in der Nähe seiner gewalttätigen Handlung lebten. Sie haben keine Ahnung, wie ernst die Lage ist. Fast jedes Verbrechen, das Sie sich vorstellen können, hat er begangen. Fast jede schlechte Sache, an die Sie denken können, hat er getan. Es ist so schrecklich, dass Sie es nicht glauben können. So it's really tough. Trotz der schlechten Verhältnisse zwischen Vater und Sohn hätte sich Elon nie vorstellen können, wie weit das verrückte Verhalten seines Vaters gehen würde. Elon musste sich sein ganzes Leben lang mit den Skandalen seines Vaters auseinandersetzen. Das Schlimmste von allem passierte jedoch, als Elon Musk der Presse bestätigte, dass er zusammen mit Jana Bezuidenhout erneut ein Kind bekommen würde. Das ist die Tochter seiner Ex-Frau, mit der er 2 Töchter hatte und mit der er seit mehr als 18 Jahren verheiratet war. I was very sad to see that. Abgesehen von der Missbilligung seiner Kinder, als sie von der Nachricht erfuhren, erhielt der Vater des Tesla-Gründers tausende kritische Kommentare von den Menschen, die ihn verurteilten, weil er eine Beziehung zu einer 42 Jahren jüngeren Frau unterhielt. Deshalb beschloss Errol zu erklären, dass sie überhaupt keine Beziehung hatten und dass es sich lediglich um ein lockeres Treffen gehandelt habe. Jana hatte ihn aufgesucht, nachdem sie eine schwierige Trennung erlitten hatte. Wir waren allein, wir waren 2 verlorene Personen und eine Sache führte zur nächsten. Man kann es den Plan Gottes oder den Plan der Natur nennen. Aufgrund ihrer schlechten Beziehung und der unaufhörlichen Skandale um seinen Vater zog es Elon Musk vor, ihn von seinem Leben fernzuhalten. Obwohl sein Vater keine präsente Rolle gespielt hat und ihm das einige Probleme bereitet hat, um dauerhafte Beziehungen führen zu können, wusste er sich allein zu helfen. Er versucht, tausende von Jugendlichen zu motivieren, ihre Träume zu verfolgen. I would encourage you to take risks now. Do something bold. Las metas que tú te pones según tus experiencias de vida también dependen de tu forma de ser, de tus capacidades, de qué crees de ti mismo. Elon Musk en algún punto de su ser debió haber creído que él puede lograr algo. Auf diese Weise hat einer der brillantesten Köpfe bewiesen, dass wir unsere Träume nur verwirklichen können, wenn wir uns nicht entmutigen lassen, wenn wir die Hindernisse überwinden, die das kluge Leben auf unseren Weg legt. I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. But when critics say you can't do this, your answer to them is, we've done it.